Da kommt schon der Dritte. Da kommt schon der Dritte. Und der ist dagegen. Der ist dagegen. Da kommt schon der Dritte. Und der ist dagegen. Ah, wie so es war. Der eine will Bockwurst. Der eine will Bockwurst. Der nächste Franzis Bulette. Bulette. Meine Freunde, die isst nur. Meine Freunde, die isst nur. Schokoladenzigarette. Ja, es gibt auch billigere Ausgaben, viel billigere. Aber die enthalten nur die Erwerbsmöglichkeiten bis 1000 Euro im Monat. Damit kommen sie vielleicht nicht aus. Ich antworte mit einem Wort, muss man also ihre Broschüren erstmal lesen. Und schon, er unterbricht mich. Nee, passen Sie mal auf, die Sache ist einfach. Wenn man entsprechend begabt ist, und da frage ich dann, wie erfährt man das denn, wie man entsprechend begabt ist? Na, zum Beispiel ein Beweis dafür ist, dass Sie da sind. Sie machen einen Versuch, Sie bezahlen 150 Euro und da schreibe ich, sage ich, und wer ist dann begabt? Er starrt auf sein Telefon, es klingt für Elisa als Klingelton. Und als ich denke, das darf doch nicht sein, hält der Zug und du steigst ein. Schön bist du. Ich mustere deine Nase, die so wunderschön eben in deinem Gesicht ruht. Schau auf deine sinnlichen Lippen. Erinnere mich an vergangene Nacht, schmecke deine Küsse noch auf meinem Mund. Dein 3-Tage-Bart rahmt dein Gesicht. Ich liebe dieses Zusammenspiel. Könnte ihm stundenlang zusehen. Was wäre, wenn ich mutig bin? Ich würde hinterfragen all das, was Menschen über mich sagen. Ich würde aufstehen und meinen Weg gehen. Ich würde loslassen und über die Dinge laut lachen, die mich belasten. Und in meinem Leben nicht länger passen. Ich würde tanzen, obwohl ich es nicht kann. Und aufhören zu sagen, wenn es anders wäre, dann. Mhm. Ich würde geben meinen Gefühlen den Raum, den sie verdienen, denn sonst fühle ich sie kaum. Und ich würde mich trauen, groß zu denken, mich selbst zu beschenken, zu teilen, mit Menschen zu verweilen, an Orten so schön, die ich schon immer wollte sehen. Der neue Tag wartet schon auf dich. Die Sonne lacht und lässt dich nicht im Stich. Wenn ich dich anschau, Haare wild, roter Mund, bleib noch liegen, süßer Flausch, ich geh. Wochen später fragte ich meine Oma. Ich fragte sie, wo du seist. Sie sagte, du seist im Himmel. Ich sagte, dass ich dann eben eine lange Leiter nehme und dich wieder runterhole. Wäre es doch so einfach. Und sie weinte und ich verstand es nicht. Und du warst immer noch weg. Du warst mein Leben. Mit dir ging der größte Teil von mir. Der geneigte Zuhörer wird sich nun fragen, welche Möglichkeiten eine Wurst hat, ihr angestammtes Habitat zu verlassen. Und wie es so kommt, ist der Weg in die Freiheit ein sehr beschwerlicher. Die Wurst, nennen wir sie jetzt mal Wiener, aber war eine sehr gewitzte Fleischspezialität. Sie plante minutiös jeden Schritt ihres Ausbruchs. Der Plan beginnt folgendermaßen. Schritt 1, attraktiv wirken. Du bist mein Freund und ich helfe dir. Ja, dann ruf mich an, auch morgens früh um 4. Du bist und bleibst mein bester Freund und ich helfe dir. Nein, ich werde sie nie wiedersehen. Ich werde es sofort beenden. Plan 17, ich muss neue Ausreden erfinden. Ich lasse die Finger auf keinen Fall von ihr. Sie hat nichts, was du nicht hast. Na doch, sie sieht mich als wilden Hengst, als tollen Mann. Schatz, es wird auf keinen Fall mehr vorkommen. Ich kann dir nichts sagen, aber ich brauche die Frau. Ich brauche die, die kann mich besser verstehen als du. Ich gehe nie wieder woanders hin, Liebling. Für alles liebe ich dich. Wir
Feuerwerk hast du mich geweckt, wie ein Feuerwerk mit Liebe angesteckt, wie ein Feuerwerk mit lautem bunten Knall bringst du mich zu Fall. Wie ein Feuerwerk hast du mich geweckt, wie ein Feuerwerk mit Liebe angesteckt, wie ein Feuerwerk mit lautem bunten Knall bringst du mich zu Fall.